willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Was mir übrigens wieder bewusst geworden ist, ist, dass wir hier deutlich euren Versionen, die ihr spielt, hinterherhängen. Weil wir hier noch auf der 1.2 spielen. Also wir sind schon ein bisschen älter. Aber für euch zur Info, Ende der Woche, zum Wochenende, kommt die 1.4 Beta raus. Dann sind erstmal alle Produktionen verbaut und dann fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Kosmetik, was die Map angeht. Und wir werden, denke ich, auch demnächst mal auf die 1.4 dann hier updaten. Aber nun mal zurück zum RP. Herr Müller? Ja? Einmal beiseite, bitte. Bin gleich voll. Ja. Bin schon da. Ja, habe ich mir gedacht, dass ich da bin. Ganz kurz um. Ja, ich werde es nicht bis runter schaffen. Bin gleich voll. Bin mal gespannt, wie viel hier rauskommt. Runterkommt vom Feld. 57.000 wurde mir angesagt. Bin ich mal gespannt. Aber der Boden ist ja gut kultiviert, von dem her. Gut. Haben wir im Moment eigentlich relatives Glück, dass da keiner was von uns will, sonst würde ich ein bisschen ins Struggle kommen. Weil ich dann einfach nicht hinterherkommen würde mit Feldbearbeitung und Produktion. Ah, da hinten steht das Auto noch. Ich habe es gerade im Spiegel gesehen. Nur umgeparkt, so wie es aussieht. Wo ist denn eigentlich mein Pickup? Also ich hatte doch noch so einen anderen Dinger da. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Muss ich mal nachfragen. Guten Tag, wie bist du da am Apparat? Jo, Volker Warune, ja. Hi. Ah, jo. Hi. Ich wollte mal fragen, ob beim Händler noch so ein MAN-Pritschen-PKW rumsteht. Ja, das wollte ich auch schon mal fragen, ob der gehört. Jo, der gehört mir. Ich wüsste nur nicht, wo der ist. Ah, okay. Ja, der ist noch da. Ja. Okay. Ich erinnere mich gerade dran, dass der Herr Krüger eigentlich gesagt hat, dass er den liefern wollte. Der Herr Krüger ist irgendwie schon den ganzen Tag nur im Schlaf. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Vielleicht hat er ja Narkolepsie. Ich bin... Ja, aber das ist mir ja relativ, ob der schläft oder nicht. Ja, deswegen, ich habe gerade gesagt, ich bin ihm in den. Ah, okay, Verbindung war ein bisschen schlecht. Ach so, ja. Gut, okay, danke Ihnen. Jo. Tschö.
Was ist denn jetzt los? In die Frucht eingefallen. Folge war Una, hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hi. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass morgen um 9 Uhr ein Pferderennen stattfindet. Mit Preisen. Ein Pferderennen? Ja. Okay. Hast du mir da auch ein gescheites Pferd? Freie Auswahl. Wie freie Auswahl? An Pferden. Okay. Hast du auch einen Araber da? So einen schwarzen oder so? Ja, habe ich. Oh, das ist gut. Okay. Gut, dann morgen um 9. Morgen um 9, ja. Ja, hoffe ich mal, dass ich das zeitlich hinkriege. Ich bin auch voll im Erntestress. Muss den Dinkel vom Feld kriegen. Jo. Gut, aber dann weiß ich mal Bescheid, ne? Jo. Gut, wenn. Bis denn. Bis morgen. Tschö. Tschö. Wo ist der Vogel jetzt hier schon wieder? Hallo? Ja? Kommen Sie nochmal zum Abtanken? Ja, natürlich. Wusste nicht, dass Sie voll sind, deswegen. Gut angetrunken, gut angefüllt bin ich. Hoffen wir mal nicht, dass Sie angetrunken sind. Nee, natürlich nicht. Also, hören Sie mal. Warten Sie kurz, ich, fahre da erstmal die Spur an. Halt! Acht. Glaube ich, fahre ich gerade. Ja, ich muss ja erstmal wieder drunter kommen. Da geht's gleich auf dem anderen Feld noch weiter. Lassen Sie mir mal ein bisschen Platz. Ja. Danke. Okay. Was ist denn das für ein Pferderennen? Weißt du da irgendwas? Nee, ich war auch überrascht. Okay. Bist du voll? Nee, ich bin nur gerade. Ich wollte nicht in ihr Schneidwerk reinfahren. Das ist gut, ist nämlich nicht meins. Ja, dann ist es ja doppelt gut. Jo. So, ich bin fertig. Kannst du ja abfahren? Jo. Lass mich kurz vorne rum. Licht sollte ich mir vielleicht mal anmachen. Wäre möglicherweise praktisch. Gut, zeitlich müsste man das eigentlich hinkriegen. Hat der Jürgen jetzt eigentlich tatsächlich noch einen Drescher? Ich weiß nicht. Ich rufe den jetzt mal an, ich will das wissen. Hallo? Jo, ich bin's. Ja? Jo, wie läuft die Ernte? Der Neumann ist gerade bei mir auf dem Feld am Ernten. Warum? Weil ich muss die Kartons ja noch zum Björn bringen. Ah. Hast du deinen Drescher gefunden? Keine Ahnung, ob der mit meinem dran ist nochmal. Also, denke schon, weil bei mir auf dem Hof stand einer. Also ist mal ein bisschen unangenehm, aber ich habe letzte Woche einen Drescher von deinem Hof genommen. Ja, ein Fendt Ideal T9, schwarz mit schwarzem Schneidwerk. Wo stand der? Auf deinem Hof.
Wo? In der Halle? Gut möglich. So lang reicht mein Gedächtnis nicht. Oder vor einer Halle. Das Schneidwerk stand, glaube ich, irgendwo davor und der Drescher stand irgendwo drinnen, glaube ich. Weil mein Drescher steht bei mir in der Halle. Den hast du heute schon angefasst. Den habe ich gesehen, ja. Das ist meiner, der in der Halle steht. Der steht auf welchem Drescher bin ich denn dann unterwegs? Dann hast du den Abgeschleppten geholt. Vom Lukas Müller. Lul. Okay. Keine Ahnung, ich dachte, es wäre deiner. Nee, das ist der von Müller. Ach so, dann ist er nicht so schlimm. Hoffentlich kommt er nicht vorbei und checkt es. Und wo war der? Wieso war der abgeschleppt? Weil der auf dem Händlerplatz rumstand, einfach so, mittendrin. Da das ein öffentliches Gelände ist, wurde er abgeschleppt von der Polizei und mir. Ob sich die Polizei da nicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnt? Nee, der Händler ist ja, seitdem es zwei gibt, ein öffentliches Gelände. Nee. Ist trotzdem noch ein Privatbesitz. Keine Ahnung. Ich sollte ihn abschleppen. Na okay, ist ja nicht dein Problem, sondern die Polizei. Ja. Hat dann Scheiße gebaut. Okay. Gut, aber ich dachte nämlich, weil, dass du da gar keinen Drescher hättest. Nö. Hat mich jetzt einfach mal interessiert. Nee, weil in der Halle steht meine. Er steht da und mein Schneidwerk steht unter dem Hafenkran. Das habe ich aber, glaube ich, genommen. Nee, das steht auch da. Okay. Nö, du hast wahrscheinlich das Schneidwerk, was hinter dem war, direkt dran. Okay, dann passt ja. Gut, weiß ich Bescheid. Jo. Bis denn mal. Jo. Ciao. Ups. Naja, ist ja nicht ganz so schlimm. Herr Müller verdient genügend Geld, dass er sich die Reparatur dann auch wieder leisten kann. Herr Müller, ich wende gleich mal. Okay. Also sobald ich voll bin, das dauert noch ein bisschen. Ich könnte auch gleich mal gucken, was das Feld nebenan braucht. Also das Feld ist ja ein Pachtfeld, das heißt, da läuft die Pacht diese Woche aus, beziehungsweise mit dieser Ernte. Und dann müssen wir mal gucken. Es ist zweimal gedüngt. Warum denn das? Wenn ich das abernte, ist es doch nicht mehr gedüngt. Okay. Naja, wie gesagt, mir soll es recht sein. Wobei, das wäre dann eigentlich optimal, wenn ich nochmal die zwei Felder pachte. Kostet mich 57.000, glaube ich, war das. Könnte ich die nämlich direkt wieder bestellen, müsste nicht mal Dünger aufwenden. Kommt der bei hier oder was ist los mit dem da? Ah, jetzt bewegt er sich. Ah, du bist nun, ey. So. Hat er irgendwie vergessen, auf welcher Seite das Rohr ist? Wir gehen noch rein.
War leer, oder? Ja, jetzt gerade eben war er leer und jetzt sind es wieder 10.000 Liter knapp. Okay. Was kostet denn eigentlich das Abfahren? Nicht, dass ich mich hier pleite mache. Das muss ich einen Marlon fragen, weiß ich auch gerade nicht. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Ich rufe mal kurz an. Jo, passt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein, 16 Uhr, wie gehabt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.